Das gefährlichste Abenteuer, das ich in meiner Kindheit hatte, war die Flucht. Im Januar 1945 über das zugefrorene Haff. Meine Mutter erzählt mir, dass Tiefflieger in dieser 8 Kilometer langen Strecke über uns flogen und geschossen haben, dass links und rechts also Tote lagen. Aber als Kind, Anne, erinnere ich mich nur daran, dass also schönes Wetter war. Also wahrscheinlich war ich als Kind, um es mal so auszudrücken, viel zu blöde, um traumatisiert zu sein. Ich habe das einfach nicht so mitgekriegt. Für mich, der ich in großer Einsamkeit aufgewachsen bin, war das alles ein Abenteuer. Nur an eines erinnere ich mich. Ja, da hatte ich Angst. In Danzig, da gingen wir nachts in die Stadt hinein. Eine Großstadt, die für mich, also ich habe noch nie so eine große Stadt erlebt. Und wir Kinder sollten uns alle an der Hand halten. Ich hatte losgelassen vor lauter Erstaunen und war plötzlich alleine. Und meine Mutter war weg und ich lief wieder zurück zum Bahnhof. Ich hatte die Schnauze voll. Ich wollte wieder nach Hause. Da hatte ich Angst. Daran kann ich mich erinnern. Aber ansonsten im Beruf, ich weiß es nicht. Ich ging immer davon aus, dass Journalisten einen Schutzengel haben. Weil die ja immer in die Situationen hineindrängen, wo andere sagen, da laufen wir weg. Ich erinnere mich an einen Bürgerkrieg in Angola. Da war eine riesige Menge von Massen. Und wir kamen eingeflogen und gingen da rein. Die sagten, seid ihr verrückt, ihr geht in die falsche Richtung. Aber wir gingen ja immer in die falsche Richtung. Also von daher muss man auch ein ziemliches Gottvertrauen als Journalist haben.